my dear. The forecast ain't clear. Rudolph, my friend. Herzlich willkommen zum letzten Video der Christmas Collabs Reihe. Wie ihr vielleicht schon anhand der Kaffeemaschine und der weihnachtlichen Tasse gemerkt habt, meldet sich hier nicht Becky, sondern hello, ich heiße Sophie. Becky, Saskia, Esther und ich hatten uns gedacht, dass wir fürs letzte Video unserer gemeinsamen Videoreihe so einen komplett gemeinsamen Vlog starten. Und den Morgen seht ihr jetzt bei mir. Ich habe den Morgen natürlich wie immer mit Kaffee gestartet. Ich bin leider ein riesen Kaffeesuchti und ja. Ohne Kaffee funktioniert bei mir quasi gar nichts. Ich mag das auch sehr gerne, mich dann in der Früh in diesen Sessel zu pflanzen und dann so ein bisschen in Ruhe den Tag zu starten. Jetzt gerade zur Weihnachtszeit startet der Tag natürlich auch mit Adventskalender öffnen. Ich weiß nicht, ob mein Adventskalender mir irgendwas sagen möchte. Das ist schon das zweite Mal, dass da Kaugummi drin ist. Und ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, das in einen Adventskalender zu packen. Aber das Armband fand ich ganz cute. Und dann bin ich mit Kopfhörern bewaffnet zum Bäcker gewackelt, weil ich eigentlich quasi immer Musik oder Podcasts höre. Und mein aktuelles Lieblingslied, was in Dauerschleife läuft, auch eine ganz schlimme Angewohnheit von mir, dass ich Lieder so richtig tot höre, ist dieses hier, Invisible. Das war der Titel von Klaus und ich habe den Film geguckt, weil es mir jemand aus der Community empfohlen hat und ich fand dieses Lied so süß. Und jetzt höre ich es die ganze Zeit. Bin durch Erlangen gelaufen, um bei Bäcker einfach nur Brezeln zu holen. Also super weihnachtlich war es nicht. Fun Fact, ich habe Lebkuchen gekauft und habe sie einfach stehen lassen. Aber ich war dazu voll, nochmal hinzugehen. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob sie mir berechnet wurden. Das ist unsere wunderschöne neue Uni-Bib. Ich studiere übrigens Zahnmedizin im 7. Semester an der Uni Erlangen. Und das hier ist das wunderschöne Erlangen. Also ich mag es richtig gerne. Ich komme eigentlich aus Nürnberg. Ist ein bisschen eine größere Stadt in der Nähe, falls euch das nicht sagt. Aber ich mag den Vibe in Erlangen sehr gerne. Auch wenn es momentan schon etwas traurig ist, dass man sehr merkt, dass es viel ruhiger in der Stadt ist, eben ja wegen der Lockdown-Situation, aber auch wegen dem Online-Semester ist die Unistadt etwas ja, ruhiger geworden. Mit den Brezen bewaffnet ging es dann zurück und danach habe ich mich einfach noch ein bisschen fertig gemacht für den Tag. Hallo an alle lieben Zuschauer von Becky. Nicht irritiert sein, dass ich mich hier im Vlog melde und nicht Becky zuerst. Sie kommt im Abendteil. Wir haben uns ja was Wildes überlegt und zwar die Christmas Chronicles und haben praktisch uns vier zusammengetan. Also Esther, Saskia, Becky und ich haben ja die Christmas Collabs Reihe gestartet und hatten uns fürs Finale am 24., also heute, gedacht, dass wir eine gemeinsame Vlog-Reihe machen. Das bedeutet, ihr findet unseren gesamten Tag gevloggt, aber aufgeteilt auf vier Kanäle. Und ich habe den Morgen bei Becky bekommen und habe mir gedacht, ich zeige euch so ein bisschen, wie so mein vierter Advent ausschaut. Heute ist Sonntag, der vierte Advent. Und wollte noch, damit der Teil nicht so langweilig ist, ein Zeigmal einbauen. Das habe ich bei mir auf dem Kanal ausprobiert und ist bei der Community super gut angekommen. Und ich dachte mir, weil ihr wahrscheinlich nicht so krass Interesse an Schmuck habt, zeige ich euch lieber meine Uni-Rucksack-Kollektion. Da habe ich nämlich öfters bei mir auf dem Kanal Fragen zu bekommen und ich dachte mir, ich zeige euch mal, was für Rucksäcke ich habe, ob ich die gut finde oder nicht. Und dann kann ich ja Becky die Links geben, dann kann sie die verlinken, falls ihr euch einen von den Rucksäcken holen möchtet. Ich habe mich hier jetzt kurz hingepflanzt, dann kann ich euch meine Rucksacksammlung zeigen. Es sind nur drei Rucksäcke, aber ich bekomme zu allen regelmäßig Fragen, deshalb dachte ich mir, ich zeige euch die mal. Das hier ist mein ältester Rucksack. Den habe ich, glaube ich, bei Sportcheck oder so gekauft. Das ist ein Herschel-Rucksack und ich werde versuchen herauszufinden, wie das Modell heißt. Dann kann Becky euch das Ganze verlinken. Der ist hinten schön gepolstert. Das ist von allen Rucksäcken, die ich habe, der, der sich am besten tragen lässt. Also wenn ich wirklich viel zu tragen habe, weil ich bin Zahnmedizinstudentin und wir müssen halt unsere Materialien und alles Mögliche, was wir zum Beispiel anklammern, biegen müssen, wenn wir irgendwelche Instrumente mitnehmen müssen oder so. Wir müssen vieles selber kaufen und dann selber von zu Hause mitbringen. Und wenn ich viel zu tragen habe, nehme ich immer den hier. Ich finde den halt auch voll schön, weil der hier innen so dieses rot gestreifte Muster hat. Der hat auch ein gepolstertes Laptop- oder Tablet-Fach, falls ihr das braucht. Und hier vorne halt noch so ein kleines, wo ich immer Kaugummis drin habe, Frauenartikel, all so ein Zeug. Also dafür ist der richtig praktisch und der hat dann hier oben so einen Bund. Dann kann man den zumachen und hier hat er so einen magnetischen Klickverschluss und so reflektierende Streifen. Also das hier ist mein größter Rucksack und der ist super, super praktisch. Dann hatte ich mir selber gekauft von Captain & Son
um mich zu motivieren für das Online-Semester. Ich weiß, man denkt sich, im Online-Semester braucht sie doch keinen Rucksack. Aber wir hatten eigentlich bis vor kurzem noch relativ viel in Präsenz. Jetzt ist bei uns auch alles runtergefahren worden, aber bis dahin bin ich schon relativ regelmäßig in der Uni gewesen für unsere Behandlungskurse, weil wir Patienten behandeln. Ich habe zu den Behandlungskursen übrigens auch Vlogs gemacht. Falls ihr die sehen möchtet, könnt ihr einfach auf meinem Kanal gucken. Ich habe die alle in einer Playlist abgespeichert. Der von Katten und Sun hat den Nachteil, dass er sich nicht so gut tragen lässt. Also der rutscht mir oft von der Schulter, aber er ist auch sehr schön gepolstert, hat alle möglichen Fächer. Hier so ein Fach, dann hat er vorne noch so ein Fach. Ich finde diese Rucksäcke von Katten und Sun halt unfassbar schön. Ich bin oft gewarnt worden, dass die irgendwie schnell Flecken kriegen würden. Ich habe aber sehr, sehr häufig den Tipp bekommen, die einfach zu imprägnieren. Und deshalb haben meine Rucksäcke von Katten und Sun, ich habe noch einen, überhaupt keine Flecken. Also der sieht echt richtig gut aus, ein bisschen zerbeult natürlich, weil ich da viel rein tue. Aber ansonsten finde ich den richtig cool. Und jetzt kommt mein kleinster und neuester Rucksack. Den habe ich auch aktuell in Benutzung. Der ist auch von Katten und Sun. Der lässt sich ein bisschen besser tragen als der hier. Ich weiß nicht, ob das am Schulterabstand liegt, keine Ahnung. Der rutscht mir nicht so schnell von der Schulter. Ich habe vielleicht auch komische Schultern, keine Ahnung. Aber der ist auch schön gepolstert und ich finde diese Kombi aus dem Schwarz und dem Creme einfach mega, mega schön. Das ist ja gerade auch voll der Trend. Der hat auch hier so ein dehnbares Band. Dann haben wir hier hinten ein Laptopfach, noch ein kleines Fach davor, hier vorne. Also er hat unfassbar viele Fächer. Dadurch, dass er so viele Fächer hat, ist er aber halt auch nicht so flexibel. Also man kann nicht so schnell das einfach alles reinwerfen. Aber ich finde ihn halt super schön und aktuell habe ich echt nicht viel dabei. Also wenn ihr zur Schule geht und euch einen Rucksack holen wollt, dann würde ich lieber die anderen zwei empfehlen. Wenn ihr so wie ich eigentlich immer nur ein Tablet und Geldbeutel und so dabei habt, dann reicht der hier komplett aus. Was ich normalerweise immer dabei habe, habe ich ausführlich gezeigt in einem What's in my Unibag Video. Das war dann noch mit dem Rucksack hier. Ich habe jetzt aber mal so meine Essentials rausgeholt, die ich immer dabei habe. Ich habe immer mein glitzerndes Federwäppchen dabei mit meinem kleinen Glücksbringer. Ich bin 23 Jahre alt, aber ich habe sehr viele Glücksbringer und Kuscheltiere. Dann habe ich immer dabei meine AirPods. Ich gehe nirgendwo hin, ohne Musik zu hören. Und mein Freund hat mir coolerweise so ein AirPod-Case geschenkt, was perfekt passt zu meiner Handyhülle. Finde ich voll schön und das ist auch sehr hart, das heißt, das schützt auch richtig gut. Und das hier sind die AirPods erster Generation, die habe ich mir für meine bestandene Physio-Klausur gekauft, weil ich durch den Erstversuch gefallen bin. Das ist eine ziemliche Knackpunkt-Klausur bei uns gewesen und dann habe ich mir gesagt, Sophie, wenn du den zweiten Versuch bestehst, dann schenkst du dir diese AirPods. Und ansonsten habe ich immer mein iPad dabei. Ich habe so wie Becky das iPad Air vierter Generation. Meins ist in 64 GB Roségold. Auch dazu habe ich einige Videos auf dem Kanal, wo ich auch zeige, was ich auf dem iPad habe und so. Falls euch das interessiert, könnt ihr da gerne vorbeigucken. Und das ist prinzipiell schon meine komplette Uni-Rucksacksammlung. Ich hoffe, euch hat dieses Zeig mal hier gefallen. Und gebe jetzt weiter an den Mittagsteil. Rudolph, my dear, the forecast ain't clear. Rudolph, my friend, now will you pull my sleigh? Wie wir hier in Frankfurt sagen würden. Ich bin eben vom Einkaufen zurückgekommen, nachdem ich eine große Runde mit den Hunden spazieren war. Denn ich habe mir mal den Tipp von der lieben Becky zu Herzen genommen, natürliche Pausen zu machen, also natürliche Lernpausen sozusagen. Und deswegen habe ich nach dem Gassigehen gedacht, gehe ich direkt einkaufen, weil Einkaufen nimmt natürlich auch ein natürliches Ende. Und ja, jetzt habe ich noch ein paar Sachen besorgt, denn ich muss noch ein Weihnachtsgeschenk fertig machen, was gleichzeitig auch ein Hochzeitsgeschenk ist, denn die Schwester von meinem Freund hat vor ein paar Wochen geheiratet und wir haben uns überlegt, also mein Freund und ich, wir haben uns überlegt, dass wir quasi ein Hochzeits- und Weihnachtsgeschenk in einem machen. Dafür habe ich jetzt noch ein paar Kleinigkeiten geholt. Ich werde euch das gleich zeigen, weil
da steckt ein System bzw. eine Idee dahinter. Ich glaube, wenn ich euch das jetzt so zeige, dann werdet ihr euch denken, warum hat sie sowas gekauft? Aber ja, wie gesagt, da steckt eine Idee dahinter und ich würde sagen, ich zeige euch das mal kurz. Hier haben wir dann auch einige Ja-Produkte. Eigentlich wollte ich zu diesen passierten Tomaten Spaghetti kaufen, aber unser Rewe hatte keine Spaghetti von Ja. Deswegen habe ich hier provisorisch einfach mal solche Tortellini oder Tortelloni mit Ricotta Spinat genommen. Ich dachte, das passt bestimmt auch. Eine Packung Salzstangen zum Knabbern und hier noch solche Schokowaffeln für den Nachtisch quasi. Passend dazu auch noch eine Tafel Schokolade und dann Hochzeitssuppe. Die kommt ganz vorne drauf, damit man die direkt sieht. Und das Ganze kommt dann hier in dieses Körbchen und dann kommt da noch hier so eine Karte drauf, damit man das dann direkt sieht. Und dann wird da drauf stehen, ihr habt euch gesagt, Doppelpunkt und dann so Punkt, Punkt, Punkt. Und dann sieht man halt die ganzen Ja-Produkte, weil sie ja geheiratet haben, also sich das Ja-Wort gegeben haben. Und ja, ich habe die Idee von Pinterest und ich fand die ganz schön. Und genau deswegen haben wir, also Timo und ich, uns das so überlegt, dass wir das machen. Und dann hängen wir vorne auf die andere Seite auch noch eine Karte. Deswegen soll der Korb auch so ein bisschen offen bleiben. Und dann hängen wir noch so eine andere Karte da dran, wo dann quasi das richtige Hauptgeschenk drin ist. Da haben wir nämlich einen IKEA-Gutschein, weil seine Schwester nämlich nicht einfach nur geheiratet hat. Die beiden haben sich jetzt auch noch ein Haus gekauft. Und da braucht man natürlich ganz viele Einrichtungssachen. Und deswegen dachten wir, ein IKEA-Gutschein wäre da sehr passend. Ansonsten habe ich hier auch noch eine kleine Erneuerung. Ich habe mir so ein Buschteil abgeschnitten. Ich habe leider gar keine Ahnung, wie diese Pflanze heißt, aber wir haben die im Garten stehen und diese drei Stück hier, die sind abgebrochen und deswegen habe ich mir die abgeschnitten und in eine Vase gepackt, die ich selber angesprüht habe, wie man sieht, passend in der Farbe wie hier hinten. Und ich finde das irgendwie ganz schön. Also ich finde, das hat so einen winterlichen, ja eigentlich mehr ein Herbst-Vibe als winterlich, aber ich finde, es geht auch noch für den Winter. Und ich habe hier hinten gerade noch so Lavendel stehen und den werde ich jetzt wegpacken und mal probieren, wie das mit diesem Busch hier aussieht. So, ich habe jetzt noch mal kurz Staub gewischt und ich finde das eigentlich ganz schön. Man beachte übrigens nicht hier meine neue Ergänzungslieferung, die ich immer noch nicht einsortiert habe. Die ignorieren wir jetzt einfach mal. Ich finde es, wie gesagt, ganz schön. Und mit dieser Schönheit werde ich mich jetzt ans öffentliche Recht begeben. Ich muss sagen, meine Motivation zu lernen ist nicht so hoch, aber jammern hilft auch nichts. Deswegen fange ich jetzt mal lieber direkt an. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Esther. Ich studiere im zweiten Semester Humanmedizin und ihr kommt auch gerade pünktlich, weil ich jetzt in 4 Minuten Prep-Kurs habe, beziehungsweise Online-Prep-Kurs und logge mich da gerade ein, damit ich da nicht zu spät komme. Genau, ich werde euch jetzt mit durch meinen Nachmittag nehmen. Das beginnt jetzt mit dem Prep-Kurs und danach muss ich noch ein bisschen was für Biochemie machen. Also bleibt auf jeden Fall dran. Ich muss jetzt noch mal schnell auf Klo und dann erzähle ich euch später, genau, wie das Zoom-Meeting bzw. mein Online-Prep-Kurs verlaufen ist. Okay, also mein Dozent ist gerade noch nicht da und ich wollte euch noch ganz kurz zeigen, was für ein Meisterwerk meine Mitbewohner und ich gebacken haben. Und zwar haben wir einmal Zimtsterne gemacht, die leider ein bisschen weich sind, und Lebkuchen. Und das, meine Freunde, ist der beste Lebkuchen, den ich jemals gegessen habe. Ungelogen. Wir haben das Ganze dann noch verfeinert mit Zuckerguss auf der einen Seite und Schokolade auf der anderen. Geiler geht's nicht. So Leute, es ist jetzt 16 Uhr. Mein Prep-Kurs ist jetzt soweit beendet. Ja, ich kann euch mal ganz kurz berichten, was wir heute so thematisch besprochen haben. Und zwar war heute tatsächlich der erste Situs-Tag. Also
Für die, die es nicht wissen, Anatomie ist meistens aufgeteilt in aktiver und passiver Bewegungsapparat, Situs und Kopf-Hals. Und ja, den Bewegungsapparat haben wir jetzt im Prinzip abgeschlossen, beziehungsweise ich muss jetzt noch eine Klausur schreiben zum aktiven Bewegungsapparat, weil die nach hinten verschoben wurde. Aber thematisch geht es jetzt weiter mit dem Situs. Und Situs umfasst im Prinzip alle Organe. Genau, und da haben wir heute mit dem Peritoneum angefangen, also mit dem Bauchfell. Und ja, da sind uns wieder einige Flashbacks gekommen aus der Embryologie. Und ja, Embryologie, das ist wirklich, das ist ein Thema für sich, Leute, echt. Und es ist sehr komplex und auch teilweise ein bisschen schwer vorstellbar, was da alles so abgeht, aber durchaus auch sehr interessant. Ich muss ganz ehrlich sein, ich bin schon echt traurig darüber, dass wir das alles nicht in Real Life zu sehen bekommen, besonders jetzt eben mit den Organen, weil, ich weiß nicht, also beim Bewegungsapparat ist es, glaube ich, noch in Ordnung, ich sag mal, das am Skelett zu lernen oder auch bestimmte Bewegungen einfach auszuführen mit dem eigenen Körper. Aber was Organe angeht, da kann ich ja schlecht jetzt hier mal meine eigene Leber oder irgendwie so angucken. Von daher wäre das einfach echt wahnsinnig hilfreich gewesen, das wirklich zu sehen und anfassen zu können. Und ja, da bin ich gerade schon ein bisschen nostalgisch drüber, Leute. Das gebe ich zu. Naja, gut. Wir wollen jetzt hier nicht irgendwie die Stimmung runterziehen. Deswegen werde ich mich jetzt Biochemie widmen. So, als ob das die Stimmung hochziehen würde. Genau, in Biochemie habe ich heute die Glykogensynthese gemacht. Und diese muss ich jetzt noch beenden. Deswegen werde ich mich jetzt mal da dran setzen. Und danach muss ich noch einige Anki-Karten schreiben für Anatomie, weil ich gestern das Herz zusammengefasst habe. Genau, und sonst steht heute tatsächlich noch ein weiterer Videodreh auf dem Plan. Und zwar, wir machen ja gerade diese Christmas-Collab-Reihe, wie ihr seht, weil dieses Video ist Teil der Christmas-Collab-Reihe. Und dafür muss ich eben noch ein Video drehen, und zwar das Routine-Video. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, check it out, weil jetzt zu dem Zeitpunkt, wo dieses Video hochgeladen ist, ist das andere Video schon hochgeladen. Übrigens noch ein kurzer Study-Tipp von mir. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr diesen YouTube-Channel kennt, aber er heißt Ambient Worlds. Und da gibt es einfach Harry Potter ASMR-Videos. Beziehungsweise es ist nicht wirklich ASMR, es ist mehr so Hintergrundsregengeplätscher und Kaminfeuer gepaart mit ein bisschen Harry Potter-Musik. Das höre ich sehr gerne beim Lernen, weil das mir einfach so ein bisschen so ein Hermine-Feeling gibt. Dann wird meine innere Hermine gechannelt. Genau, deswegen mache ich mir das jetzt an. Und dann stelle ich mein Handy auch immer so auf, dass ich das auch immer so sehen kann. Und gleichzeitig gehe ich dann dadurch nicht ans Handy. Damit sind also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. So Leute, ich bin jetzt fertig mit dem Glykogenolyse. Glykogenolyse. Und ich werde jetzt, wie gesagt, ein paar Anki-Karten schreiben für Anatomie. Und da es nun schon 5:30 ist, was ich als Abend definiere, würde ich dann an dieser Stelle mich verabschieden und an meine Nachfolgerin übergeben. Hallo! Ich bin's, Becky. Ja, willkommen zu meinem Abend. Es ist jetzt kurz nach 6, also 18:06 Uhr, um ganz genau zu sein. Und ja, ich habe aufgehört zu arbeiten. Für mich stehen heute Abend ganz, ganz viele Gespräche an, also zwei. Aber ich freue mich richtig drauf. Eins über einen WhatsApp-Call, den ich jetzt gleich machen werde. Ich bin schon 6 Minuten zu spät. Dann noch mit den Mädels von dem Podcast. Also ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber ich hatte einen Podcast oder habe kurz einen Podcast moderiert, nur eine Staffel, weil es um Corona ging. Ich verlinke den, oder ich bitte die Person, die das hier schneidet, das in der Description-Box zu verlinken. Und ich provide natürlich gerne den Link. Und mit den Mädels verstehe ich mich einfach so auch super gut. Es sind einfach zwei nette, und mit denen telefoniere ich heute auch. Einfach so ein quasi vorweihnachtliches Telefonieren, und das ist es im Prinzip. Das heißt, ich werde jetzt mal meinen WhatsApp-Call starten. Ja, damit ich nicht so spät dran bin.
Und sie haben jetzt den ganzen Abend telefoniert. Also es ist jetzt 9 und wir haben ja um 6 losgelegt. Deswegen, ja, viel mehr gibt es bei mir am Abend nicht zu erzählen. Also entweder ich gucke fern mit meinem Freund oder lese ein bisschen was oder ich mache so. Und ich setze mich jetzt noch ein bisschen zu meinem Freund rein. Der guckt irgendwas, was jetzt ganz laut Boom Boom Bang Bang macht. Das ist sehr sein Ding. War schön, dass ihr hier wart. Ich freue mich richtig, dass ihr das Video angesehen habt. Und wenn ihr generell den Rest unserer Tage sehen möchtet, dann schaut unbedingt bei den anderen Mädels vorbei. Ich weiß nicht, wer dieses Video jetzt gerade schneidet oder meinen Abend hat, deswegen bei einem von uns vier geht es auf jeden Fall weiter. Und ich wünsche euch auf jeden Fall einen ganz, ganz tollen Heiligabend. Ich kann es ja kaum fassen, dass dann Heiligabend ist. Und hoffe, dass ihr den Tag schön verbringen könnt, ob es mit Familien ist, ob es mit Freunden ist, ob ihr Weihnachten überhaupt feiert oder nicht. Hoffe ich, dass ihr trotzdem den Tag irgendwie schön verbringen könnt. Vielleicht könnt ihr mal in den Kommentaren so ein bisschen erzählen, wo ihr seid und was ihr so macht. Ja, auf jeden Fall. Hören wir uns bald. Bis dann.